Illo Brandt von Ludwiger ist Vorsitzender der MUFON-CES, der mitteleuropäischen Gruppe. Als ehemaliger Systemanalytiker der deutschen Aerospace ist er Fachmann für alles, was fliegt. Bereits 1966 gehörte er zur Startmannschaft der Europarakete Eldo. Heute ist er einer der wenigen Wissenschaftler, die ihr Inkognito aufgegeben haben angesichts der Deutlichkeit des UFO-Phänomens. Wie sind Sie dann letztlich dazu gekommen, sich mit UFOs zu beschäftigen? Das Interesse an der Raumfahrt, das war ausgeprägt, weil mein Vater bereits 1932 mit Obert Nebel und Werner von Braun und er als einziger Physiker in Berlin schon an den Flüssigkeitsraketen gearbeitet hatte. Und ich hatte natürlich viele Literatur von meinem Vater noch überliefert. Der ist 1938, also ein halbes Jahr alt war, schon gestorben, aber die Literatur war noch da und nun ist mein Interesse an der Raumfahrt auch gewachsen. Aber der Rückstoßantrieb, mit dem also heute unsere Raketen fliegen, kann es nicht sein, dass man wirklich den Weltraum erobert mit solchen etwas primitiven Antriebsmethoden. Und wir Physiker sind alle der Meinung, dass man neue Antriebsmittel, Feldantriebe entwickeln müsste, um wirklich zu fernen Sternen oder Planeten, die sich um ferne Sterne aufhalten, erreichen will. Und als mir damals 1977 die Amerikaner den Vorschlag machten, eine Gruppe in Deutschland zu gründen, in der nur Akademiker mit untersuchen sollten, um was es sich bei UFOs handelt, habe ich zugesagt, weil mir das interessant vorkam. Ich habe dann einige Physiker, Mathematiker und Raumfahrtwissenschaftler gesammelt, später auch Mediziner, Psychologen und Historiker und andere Berufe. Und wir haben versucht, dieses Phänomen erstmal festzustellen. Wir zunächst mussten, wollten wir ja selber wissen, ist denn da überhaupt was dran? Existieren die Dinge, die die Leute erzählen, wirklich? Gibt es physikalische Wechselwirkungen? Handelt es sich wirklich um ein physikalisches Phänomen? Im Laufe der Zeit ist das aber zur Gewissheit geworden. Und die Frage ist jetzt nur noch, was ist es eigentlich und warum wird es nicht untersucht? Also damals gab es natürlich auch noch die anderen Theorien. Der C.G. Jung, Tiefenpsychologe, hat gemeint, vielleicht seien das psychische Projektionen. Das ist aber sehr schnell widerlegt worden dadurch, dass man die Objekte, zum Beispiel in Frankreich, an einem bestimmten Tag von einem Punkt zum nächsten verfolgen konnte, also eine richtige geografische Linie zeichnen konnte, auf der diese Objekte alle dann gesehen wurden, auf der Landkarte, also wenn man das dann aufträgt. Und Halluzinationen bewegen sich ja nicht auf geraden geografischen Linien fort. Dann kam noch dazu, dass man feststellte, diese Objekte wechselwirken mit der Umgebung. Sie verbrennen also etwa Bäume, wenn sie dann dicht über den Baumwipfeln stehen. Oder es gibt radioaktive Strahlung, es gibt Röntgenstrahlen, es gibt wahnsinnig hohe Magnetfeldstärke bis zu einer millionenfachen Erdmagnetfeldstärke um diese Objekte herum. Und das alles sieht nicht so aus, als ob es sich so Halluzinationen handelt. Und wenn man mal unterstellt, dass diese Objekte, die sich ja intelligent bewegen, also da braucht man bloß ein paar von diesen Berichten zu lesen, dann merkt man, das ist kein Naturphänomen. Also wenn da jemand drin sitzt, dann ist es so, als ob der nicht großes Interesse an uns hat, an unseren Baudenkmälern, an unserer Vegetation. Er kennt das ja alles schon, als ob er hier von der Erde kommt. Aber die Technologie kennen wir noch nicht. Also es sieht so aus, als ob jemand aus unserer eigenen Zukunft käme. Also das Verhalten ist so. Nun gab es viele Jahre, dass man sagte, na, wegen der Zeitparadoxien kann das ja gar nicht sein. Kommt einer aus der Zukunft, will seinen eigenen Großvater ermorden, dann gibt es ihn ja gar nicht. Und das war vor 10 Jahren etwa noch so die Idee. Aber seit den letzten 10 Jahren haben die Physiker festgestellt, dass es diese Paradoxien eigentlich gar nicht gäbe. Und Stephen Hawking und Kip Thorne und andere Physiker wie Deutsch sind der Meinung, eigentlich müsste man schon Besucher aus unserer eigenen Zukunft hier sehen. Komischerweise
tauchen die gar nicht auf. Stephen Hawking sagt ja, vielleicht sind sogar die UFOs, aber dazu müssten sie viel häufiger sein. Na, er weiß nicht, wie häufig diese Objekte tatsächlich beobachtet werden. Und ich bin der Meinung, wenn man von dem Verhalten dieser Objekte schließt, dass wir Besucher aus der eigenen Zukunft haben. Es kann sogar sein, dass es in der Zukunft, sagen wir 10.000, 20.000 Jahren, wo sie auch immer herkommen mögen, es möglich geworden ist, kleine Roboter zu entwickeln. Da habe ich mit dem Hans Moravec, dem Roboterspezialist in Pittsburgh, mal drüber gesprochen, dass diese Roboter so diese kleinen Wesen darstellen, die wir immer sehen, die mit den normalen Menschen, die aus diesen Objekten herauskommen, uns begegnen. Es sind also gar keine Wesen von anderen Sternen. Aber sie sind es doch, weil in der Zukunft, vielleicht in 20.000 Jahren, diese Roboter den Mars und den Mond bevölkern und möglicherweise dann von Mars und Mond wieder zurück zur Erde, aber dann auch in ihre eigene Vergangenheit fliegen. Also so könnte man sich vorstellen, haben alle recht. Die UFOs kommen aus der Erde, von der Erde, sie kommen aus der Zukunft und sie kommen aus anderen Planeten. Was haben Sie denn herausgefunden bei Ihren Forschungen? Also was wir gemacht haben, ist zunächst haben wir festgestellt, durch Befragung von 110, will ich nicht sagen, aber mindestens mehr als 100 Zeugen im Laufe der Jahre. Wir haben ja hier die Berichte aus Deutschland stehen. Das sind alles unaufgeklärte Berichte. Es sind etwa 450 jetzt schon. Das, was wir aufklären konnten, das geht in einen Aktenordner. Aber die anderen Sachen sind also noch immer mit Berichten gespickt voll, die wir nicht erklären können. Also da ist etwas. Und was nun das Interessanteste an der ganzen Sache ist, wir haben nicht untersucht, wo kommt es denn her, oder kommt das nun, also müssen wir uns auf eine Invasion da gefasst machen, sondern wir haben ganz pragmatisch bloß untersucht, wie sind die physikalischen Wechselwirkungen. Und wie kann man erklären, warum so ein Objekt diese wahnsinnig starken Magnetfelder um sich haben muss? Wie diese gemessen sind, das ist wieder eine andere Sache. Da gibt es verschiedene Methoden, wie man zu diesen Messungen kommt. Oder warum muss da unbedingt so ein Ring rotieren bei diesen scheibenförmigen Objekten? Wird gesagt, da rotiert ein Ring. Es gibt natürlich nicht bloß diese Scheibenartigen, es gibt Kugeln und dreieckförmige und spindelförmige. Also es ist eine ganze Armada von verschiedenen Formen, was uns da begegnet. Aber die häufigste sind diese Scheiben und da kann man immer wieder gleiche physikalische Effekte feststellen. Vor allen Dingen, warum leuchtet die Luft an dem Rand? Und wenn man nun alles das zusammennimmt, da haben unsere theoretischen Physiker, wir haben ja mehrere Professoren da in unserer Gruppe, die natürlich alle unter Pseudonymen bei uns arbeiten, weil es gibt ja offiziell keine UFOs und wer sich damit beschäftigt, ist ein Spinner, nicht? Also muss man das alles vorsichtig machen. Die Wahrheit wird ja nicht erkannt, nicht? Das so von selbst, das gut. Man glaubt nur das, was die eigenen Vorurteile stärkt. Und etwas Neues, das wird nicht so ohne weiteres hingenommen. Und gerade bei den physikalischen Wechselwirkungen kommt man zu Theorien, zum Beispiel zu anderen Theorien über die Gravitation als die Einsteinsche. Wobei, also beim Einstein müsste man ganze Planeten zum Schwingen bringen, bis man Gravitationsstrahlung erzeugt. Die Aufhebung der Schwerkraft ist eigentlich unmöglich in der allgemeinen Relativitätstheorie. Und trotzdem, diese Objekte können das und die tun das. Also muss man nach solchen Theorien suchen, die vielleicht etwas ungewöhnlich vorgehen. Und da haben wir uns mit allen möglichen Theorien, auch mit der Stringtheorie und der Quantenlooptheorie und anderen Sachen beschäftigt. Aber es gibt eine Theorie, die so etwas vorhersagt, dass man mit extrem starken Magnetfeldern, in denen Massen rotieren
oder sich Massen bewegen, dass man einen Auftrieb bekommt. Und so kann man also sukzessive von dem, was man sieht, die Theorie verbessern und versuchen, dahinter zu kommen, wie der Raumfahrtantrieb vielleicht sein könnte. Und das ist in den letzten Jahren sehr effektiv gelungen. Die